Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Leisha's with Larry Teil 6. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, da hat Larry wohl eine ziemliche wilde Bungee-Fahrt hinter sich gehabt. Und was haben wir bekommen? Wir stehen erstmal auf. Das hier haben wir bekommen. These are the words of wisdom I learned from Marilee. They're very special and I'm not about to say them out loud. Okay, können wir die benutzen? Think of all the trouble that woman went to. Das kennen wir schon. These are the words. What makes you think I'd reveal the words of wisdom? Ich weiß nicht, mich würde es einfach interessieren. Ich frage mich, was der da einen gesagt hat. Ja, auf jeden Fall, man sieht schon, 828 von 1000 Punkte. Und ja, wir sind relativ am Ende vom Spiel. Ich denke mal, das wird auch die letzte Folge werden. Schätze ich jedenfalls mal. Bin ich mir eigentlich sogar ziemlich sicher. Wir haben alles schon gemacht gehabt, bis auf eine Frau, die wir schon kennengelernt haben, die Shamara im Penthouse. Ihr erinnert euch. Da konnten wir einfach noch nichts machen bei ihr. Und das ist eigentlich die einzige, die jetzt noch hier übrig ist im La Costa Lotta, wo Larry noch nicht vergrault hat, wenn ich das mal so sagen darf. Wobei bei vielen Sachen war er tatsächlich selber schuld. Bei manchen war es ein bisschen unglücklich, weil ihnen Informationen gefehlt haben. Und in manchen war es einfach nur Pech gewesen. Also, er ist nicht immer schuld dran gewesen. So, lasst uns mal den Champagner kühlen. Pouring the old melted ice into the little receptacle on the ice machine, you prepare to catch a few new cubes. So, sehr schön. Chablis Champagne is iced down and ready to go. So, dann würde ich auch sagen, gehen wir wieder hoch ins Penthouse. Wie gesagt, wir haben wirklich nicht mehr viel zu tun. Aber man muss auch wirklich sagen, Larry hat da wirklich sehr, sehr viel Pech gehabt. Aber das gehört halt bei diesen Leisha's with Larry-Spielen dazu. Er hat halt immer viel Pech. Und ist halt auch teilweise ein ziemlicher, nun ja, Tollpatsch. Kann man nicht anders sagen. It doesn't do anything now, of course. The dumbwaiter doors are already open. But if they were closed, you could just reach out here and press... Hey, wait a minute. If the doors were closed, you wouldn't be able to reach out here. You'd be trapped inside. Yep. Da kann man nur viel Glück sagen, dass das oben auch aufgeht und er wieder rauskommt. So. Dann gehen wir doch noch mal nach draußen. Und reden wir noch mal kurz mit ihr. So, was haben wir denn da alles? Wir könnten ihr zum Beispiel mal die Rose geben. Blumen sind doch immer gut. I want you to have this flower. An orchid. How beautiful. How high school promise. But you wouldn't just give me an orchid, would you? That would be too simple. Well, I... No, this is not merely an orchid. Let me think. It is natural and beautiful and unique and... Wait, I see. You're using this orchid to symbolize the perfection and purity of nature. How natural things are best. How the world can create millions of these flowers, no two alike, just like human beings. And thus...
With a simple flower, you are encouraging me to recognize my own individuality, my own uniqueness, my oneness with nature, my own connection to the everlasting life force. Hell, I just thought it was kind of pretty. I knew you'd understand. Ja, so kann man es natürlich machen. Man kann auch den einfachsten Sachen und wirklich viele Dinge reininterpretieren. Das, was man halt gerade sehen will. Gib mir ja auch noch die Perle. Shamara, I think you should have this pearl. Oh, Larry, I have no need for more jewelry. Besides, while this might be a large pearl, it does have a slight flaw over here. But wait, you're not just giving me yet another bauble. Your thinking is far too sophisticated for that. It is? You're right, it is. I see now what you're implying. It's true, I know. I've spent my life basing my opinion of objects upon their financial value instead of on their inherent beauty. Missing the beauty of the tree by acknowledging only the net profit to be gained by harvesting the forest. Missing the glory of a solitary canyon while recognizing only its landfill potential. Missing the solitude of a seashore while buying up the oil drilling rights. So exactly what is it you're trying to get me to see in this simple pearl, Larry? Well... Oh, of course you won't tell me. That would be too simple. I know you want me to discover the meaning here by myself. Yes, of course. I've got it! The iridescent shimmer of a simple sphere, created naturally by one of Earth's simplest creatures from the irritation of a single grain of sand, layered with bodily secretions over a lifetime, creating an object of classic beauty. You're telling me to accept the imperfections in my character that have been troubling me these past few months. To accept the irritations that life has handed me. To stop trying to remove all irritants from my life. To cover my irritations with layers of love so they become points of strength and beauty instead. I am? I am. Oh, Larry. I've never had a man talk with me this way. Treat me this way. Express things in such wonderful, subtle ways. Me neither. That's just the kind of guy I am, I guess. Ja, das ist sehr interessant. Sieh doch eher das, was du da reininterpretiert und alles mögliche, und er dann doch eher das schlichte Gemüt, wo er eigentlich nur eine Freude machen will. Naja. So, dann würde ich sagen, geben wir ihr auch noch diesen Ausdruck kreativen Schaffens unter Elektroschock. I have this, object. Ah, so I see. It's beautiful. It is? It is. I'd like you to have it. Why, thank you, Larry. It's not only beautiful, but I bet it's important and probably meaningful, too. But exactly what is its meaning? Aha! Of course! To me, it symbolizes the important role that art plays in all our lives. And not just art, but the arts in general. Music, painting, dance, performance, sculpture, drama, all have the ability to move us spiritually above the fetid plane of our daily dreary existence and take us to a realm apart. A place where, if we're fortunate, another tiny fraction of the ultimate truth may be revealed, where we cease for a few fleeting moments to be these self-consumed blobs of protoplasm and share in the endless quest for true enlightenment. Gosh, I thought she could get a couple of bucks for it as scrap metal. Wie, right, wenn sie das nötig hätte. I'm glad you like it. Wie, wenn sie das nötig hätte? Die hat sie ja überhaupt nicht nötig. Sie ist doch reich, Larry.
So, dann können wir ihr doch noch diesen Ring geben. Es ist auch sehr interessant, immer wenn wir ihr was geben, was richtig ist, wie dann die Musik immer mehr Instrumente dazu einsetzen. Ich finde es einfach klasse gemacht. Shamra, I brought you this sterling silver bracelet. I hope you like it. Oh, Larry, I have no need for bracelets. Once I had hundreds of bracelets, nearly all of them better than this. Oh, I just thought perhaps... But wait, that's not what you're trying to say, is it? This isn't a simple gift, is it? I bet it's much more. The superficial old me would have seen this bracelet as merely a clumsy attempt at a cheap gift. Probably an ulterior motive, suspicious as always of a man offering me silver, in expectation of future rewards. But you, you're different. You're as transparent as my pants, teaching me to achieve a higher level of consciousness, a deeper understanding. You're helping me scale these mental walls I've built around myself these last few months. I... No, Larry, please, allow me to bring my thoughts to fruition. I understand now. It's obvious. You're not trying to buy me off with this cheap silver bracelet, are you? You're speaking in symbols, aren't you? You're challenging me to overcome my shallowness, and I will rest assured. But a silver bracelet? What can this mean? Oh, I'm so foolish! Such a lightweight! Of course I see it now. Your gift symbolizes the spirit of life itself. A ring with no beginning, no end. A solid circle chasing itself round and round a vast emptiness. Much like my quest for spiritual fulfillment, which looks like it must be far, far away, but which, when you finally open your eyes to discover it, has actually been right at your feet the entire time. Oh, Larry, your wisdom is so powerful. I believe I'm finally beginning to understand. I just thought you'd look good wearing nothing but a bracelet. Yep, that's exactly what I thought you'd say. You're really catching on to me, Sham. Da wird sie irgendwann mal ein böses Erwachen haben, wenn sie wirklich merkt, dass er doch eher das etwas schlichtere Gemüt hat. So, wir haben hier noch einen Diamanten. Shamra, I hope you like this diamond. It was a gift from a friend of mine. Another diamond? Thanks, Larry, but I have dozens of... Oh, wait. It's a symbol, isn't it? Let's see. What could a diamond represent in your superior way of thinking? This is a tough one. Diamonds are a girl's... No, it can't be about friendship. Could it be a way to cut through my cynicism and jadedness? I've got it! You're trying to tell me that even someone like me, who has been under great pressure for so many years, can use that pressure to transform myself from a dark mental lump of coal into a transcendent human of crystalline purity and beauty. Why, yes, I think that. And you're saying I don't have to give up my tough exterior in order to achieve perfection. How wonderful, Larry! How insightful you are! How wise! How lucky! Ich finde. Thank you, Shamra. I'm glad you caught my little message. I think you need to give yourself more credit than you do. Ja, ich finde, es war ein sehr schöner Gedanke. So, jetzt können wir ihr noch die Lampe hier geben. For you, Shamra. An old lamp, huh? And burning with such an unusual fragrance, too. Why on earth would a man show up on my balcony, bring me out of my reverie, make me rethink my chastity, just to give me a sandy old lamp? Unless that old lamp is a symbol, a representation of the lamp of knowledge.
Surely this is no ordinary beach find, but rather a symbol of the importance of lifelong learning, of the pursuit of knowledge, of the need to continue to grow as a person throughout my life. Oh, Larry, I will continue to grow. I do want to keep learning new things. I just wonder where I'll be able to find another teacher as wise as you. Gee, I was just hoping we could burn it by the tub tonight, and you could play Susan Sarandon. You don't need another teacher, Shamara. I'll be glad to teach you everything I know. Ja. Jetzt könnten wir wirklich noch was abgeben, was wirklich wichtig wäre, und zwar die Worte der Weisheit. Vielleicht erfahren wir es dann auch mal, was das genau ist. Shamara, there's something I simply must tell you. May I whisper in your ear? Of course, Larry. But what is it? It's just a little something I learned recently. Oh, my God! But of course! Why didn't I ever realize that before? You're right. It makes everything so clear. I've been a fool. Oh, Larry, you are a sensitive, thoughtful, caring, sharing, New Age man. Good thing it wasn't something dirty, I guess. I just thought you'd want to know. Und ich würde jetzt wirklich gerne wissen, was das für Worte der Weisheit waren. Das würde ich wirklich unheimlich gerne wissen. Aber ich glaube, das werden wir nie erfahren. So, jetzt können wir ihr nur noch das ja geben. Und dann war's das. Would you like to join me in a glass of lukewarm champagne? Not really. I prefer my champagne served in a wine bucket. Well, I have the bucket, but Okay, wir müssen noch mal gehen. Krumpf. Durch das ganze Ding. The ice in the bucket has all. Ja. Durch das ganze Teil hat es jetzt so lange gedauert. Das ist das Letzte. Es gibt auch nochmal 20 Punkte und dann haben wir die 1000 erreicht. Jawohl. Also es wird mich wundern, wenn es jetzt keine 20 Punkte gibt. Alle anderen haben jetzt auch 20 Punkte gegeben. Aber dass es jetzt so lange gedauert hat mit dem... Naja, das ist ein bisschen blöd. Ich glaube aber, wir hätten den nicht vorher geben können. Ich glaube, das war das Letzte, was man ihr geben konnte. Naja, gut. Es ist immer so krass, was sie aus den einfachen Sachen rausliest, die wir ihr geben. Und was Larry dazu denkt und warum er sie eigentlich geben wollte. Wie unterschiedlich die Sachen doch sind. Aber auch interessant, wie man wirklich aus den kleinsten Teilen so philosophische Sachen rauslesen kann. Ja, das ist auch sehr interessant. Nein, eigentlich wollte ich aufmachen. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich auch erinnert, dass irgendwann auch mal seine Nase da eingeklemmt war zwischen den Toren, aber ich bin mir nicht sicher. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie zufallsabhängig. So. Dann haben wir jetzt keinen lauwarmen Champagner mehr, sondern richtig gekühlt. Und den geben wir ihr jetzt. Shamara, I've given you all my hard-earned knowledge. Now, will you share this champagne with me? Oh, yes, Larry. I would love to. I just hope that I can somehow find a way to express my appreciation for all you've done for me. Your wisdom has clarified so many things for me, enabling me to reach higher planes of understanding than I've even dreamed of before. You've shown me the purpose of life. You've given meaning to my otherwise meaningless existence. How can I ever repay you? Well, there is just one little itty-bitty thing that we haven't covered yet.
Besides your breasts, that is. Sex. Shamra. Don't you think it's time we, explore the inner workings of your inherent womanhood? Sex? Oh, Larry, I'm sorry to say that for me, sex is hopeless. You see, I've been celibate my entire life. During school, I was always too busy overachieving to waste time dating. Once I started work, I was under such pressure to succeed that I never allowed myself the distraction of men. If you think my understanding of life is weak, I regret to say I have no knowledge whatsoever of the sexual part of my existence. Are you trying to say? Yes, it's sad but true. You're a virgin? I'm sorry, Larry. I hope I haven't disappointed you. Ah, Sham, don't worry about it. Remember, I'm here to help you in every way. Oh, could you, Larry? Is there any way you could do for me physically what you've done for me spiritually? God knows I'll be glad to try. But are you willing to keep working as hard as you have been? Oh, I will, Larry. I promise. Then let's go inside, sit by the fire, and begin drinking a little of this champagne. Oh, thank you, Larry. I promise to give it my all. And here's to you, Larry Laffer. So, und das war Leisha Sweet Larry Sex. Ich freue mich, dass ihr mal dabei wart. Dann schauen wir uns doch noch den Abspann an. Was ich sehr interessant fand, die ganzen Sachen, die wir ihr gegeben haben, das war ja wirklich hart erarbeitet mit all den Fehlschlägen und allem, was, was im ganzen Spiel vorgekommen ist. Das war schon sehr interessant. So. Ich denke, die Bilder sprechen jetzt auch für sich. Dann würde ich mich mal verabschieden. Und wir sehen uns dann bei Leisha Sweet Larry 7 wieder, beziehungsweise vielleicht auch bei einem anderen Let's Play. Bis zum 7. Teil wird ja noch ein bisschen Zeit vergehen. Ich mache ja dazwischen noch andere Sierra-Spiele. Aber beim 7. Teil werden wir dann sehen, ob das auch wirklich so gehalten hat mit Shamara und Larry. Aber ich glaube nicht, dass das so läuft wie mit Passionate Patty aus Teil 2 und 3. Da fand ich auch schade, dass die überhaupt mit kein Wort mehr erwähnt worden ist. Hat aber wahrscheinlich einfach nicht gepasst. Aber gut. Sehr, sehr schade. Dann macht's mal gut und bis zum nächsten Let's Play. Tschüss!
So, I guess I'll be going now. Gotta get ready for tonight, right? Have a nice day.